Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, und wir legen direkt mit dem Statusreport vom 12.04.2016 los. Dieser teilt sich in vier Hauptpunkte auf. Diese vier Hauptpunkte sind einmal die aktuellen Blocker von 0.60, das heißt die Sachen, die im Endeffekt die Veröffentlichung von 0.60 weiter behindern. Dann einmal die Optimierung im Netzwerkcode, den neuen AI-Spawner und das Animationssystem. Ja, die Blocker von 0.60 sind zum einen momentane Fehler in der Loot-Verteilung, und zwar ist dort das Problem, dass manchmal nur noch 3000 Items anstatt 20.000 plus bzw. mehr als 20.000 Items spawnen, wie eigentlich gewollt. Dieses Problem versuchen die gerade stark zu beheben und rauszufinden, was die Ursache dafür ist. Dann arbeiten sie derzeit noch an einem Inventarbug, und zwar dem Inventarbug, den ihr sicherlich auch kennt, und zwar, dass Magazine beim Nachladen im Inventar feststecken und so das Inventar verbuggen. Dass ihr im Endeffekt dieses Magazin zwar seht im Inventar, ihr könnt es aber nicht verschieben oder rausschmeißen etc. Ich denke, das kennt mittlerweile jeder von euch. Ich habe damit schon so oft zu kämpfen gehabt, und daran arbeiten die jetzt gerade. Dann ist zum einen endlich die Ursache klar, die das Problem mit dem Sliden verursacht hat, die wir halt aus 0.59 kennen. Das heißt, dass ihr über diese Grasflächen oder überhaupt Ebenen schwebt, dass ihr hockt und einfach nur glitscht. Ne, ihr kennt das, beziehungsweise slidet, und derzeit wird sehr stark an der Behebung davon gearbeitet. Und derzeit treten halt immer noch Probleme beim neuen User Interface auf, was halt unser altes User Interface, wie wir es kennen, ablösen soll. Dies scheint also wirklich noch ein bisschen Arbeit mit sich zu bringen. Darüber hinaus hat das Team in den vergangenen zwei Wochen letzte blockierende Bugs auf Rendererseite bestimmt und Probleme in den Bereichen Nav-Mesh-Generierung, wie sie so schön sagen, AI-Verhalten, Client-Crashes und Desynx-Behoben. Zudem wurde die Unterstützung für alle benötigten Grafikeinstellungen des neuen Renderers im Optionsmenü freigegeben. Unter anderem wird derzeit auch stark an der Engine-Programmierung gearbeitet. Und zwar sind sie dort zurzeit mit der MSAA-Implementierung beschäftigt und der Alpha-to-Coverage-Implementierung. Zudem wurde noch gesagt, dass alle Probleme, die im letzten Status-Report als Blocker markiert wurden, bereits gefixt wurden, was die Engine-Programmierung anging. Worauf liegt zurzeit der momentane Fokus? Der momentane Fokus liegt zurzeit bei der Behebung größeren und kleineren Problemen vom Renderer. Fahrzeuge werden wohl mit dem neuen Renderer leider weiter Desync-Probleme haben, diese werden aber weiter optimiert, sodass dort möglichst bald Abhilfe geschaffen wird. Ja, kommen wir mal zum nächsten Hauptpunkt, und zwar der Optimierung im Netzwerkcode. Die Arbeiten, wie im letzten Statusreport bereits angesprochen wurden, zeigen erste Tests, Verbesserungen bei Server-Performance und Antwortzeit. Diese Netzwerkverbesserungen werden bereits in der kommenden Experimental-Version vorhanden sein, liebe Freunde. Und endlich, liebe Freunde, endlich! Eine weiterhin anstehende Aufgabe in diesem Bereich ist nämlich die Überarbeitung des Login-Prozesses. Ihr kennt das selber, momentan erscheint der Charakter oft bereits einige Sekunden im Spiel, bevor ihr ihn überhaupt steuern könnt. Das macht einen halt anfällig dafür, Zombies oder andere Angriffe von Spielern, dass ihr halt im Endeffekt schon neben denen steht, nicht handeln könnt, auch nicht seht, während die euch bereits abmurksen können. Tja, um hiergegen vorzugehen, wird ein Warteschlangensystem wohl in den Login-Prozess implementiert, was wohl zusätzlich eine bessere Kontrolle über die Server-Performance bei vielzähligen Login-Versuchen ermöglichen wird. Das heißt, dass die da dann wohl auch endlich Abhilfe schaffen wollen, dass man, wenn man denn auf dem Server spawnt, auch wirklich direkt agieren kann, beziehungsweise auch auf dem Server erst zu sehen ist, wenn der Spieler selbst Kontrolle über seinen Charakter hat. Ja, und der nächste Punkt sind einmal die Änderungen im AI-Spawner. Wir dürfen uns freuen, liebe Freunde, denn die neuen Zombies werden im nächsten Update mit enthalten sein. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf, dass endlich auch wieder die Zombies hier mal in den Vordergrund rücken. Neue Systeme und Werkzeuge für die Einteilung der Spawngebiete, Spawngruppen und Regeln hierfür sind nahezu fertiggestellt. Diese Neuerungen sollen das wohl ermöglichen, bestimmte Infizierte an passenden Orten zu spawnen. Das heißt, könnt ihr euch vorstellen, halt die Doktoren in Krankenhäusern, Polizisten bei ihren Stationen und natürlich auch die Armeesoldaten halt bei Military Loot Spawns zum Beispiel. Diese Infizierten werden auch je nach Klasse unterschiedliche Geschwindigkeit und Stärke besitzen und sich zudem in ihrer Zusammensetzung je nach Stadtbild unterscheiden, also in welcher Form und in welcher Zahl die dort auftreten. Ob diese Erweiterung es bereits in die 0.60 Version schaffen wird, ist noch unklar und hängt mit den Fortschritten halt in den unterschiedlichen Bereichen zusammen. Das heißt, die neuen Zombies kommen zwar, allerdings die Einteilung halt mit Spawngebieten, Spawngruppen und so weiter, das wird es wahrscheinlich noch nicht in die 0.60 Version schaffen.
So, dann kommen wir einmal zum Animationssystem. Die Animationen für die Infizierten, Wagen und Nachlademechaniken sind zurzeit ein Punkt auf der To-Do-Liste vom Animationssystem. Dieser soll es halt ermöglichen, ein abwechslungsreicheres Verhalten zu geben, sowie weitere Animationen einzubinden, was die Zombies angeht. In dem Video, was ich euch hier einblende, seht ihr im Endeffekt ja einmal die Nachladeanimation, dass das überarbeitet wurde. Dann natürlich noch, wie die Zombies sich jetzt neu bewegen mit dem Animationssystem, wie wir selbst als Charaktere uns bewegen, zum Beispiel aus einem umgestürzten Auto rauszukrabbeln, Türen zu öffnen des Autos, einzelne Munition nachzuladen etc. Und wir sehen wieder, dass die Entwickler wirklich stark am Arbeiten sind. Gerade durch das Videomaterial und das Bildmaterial sehen wir ja immer, woran die derzeit arbeiten. Ja, und auf dem Bild hier seht ihr im Endeffekt auch schon mal, wie einige der neuen Zombies aussehen sollen. Ja, und hier sehen wir im Endeffekt einmal das Programm, das sie im Endeffekt geschaffen haben, um gerade dort festlegen zu können, was, wo, wie viel spawnt jetzt gerade anhand der Zombies und so weiter. Hier werden im Endeffekt die Zonen eingeteilt, wo wahrscheinlich dann die Zombies spawnen sollen, vielleicht auch für Loot etc. Wie ihr vor kurzer Zeit wahrscheinlich mitbekommen habt, haben die Entwickler im Endeffekt einen Vortrag gehalten, und zwar darüber, wie die gegen Cheater vorgehen. Na, einige von uns sind immer noch der Meinung, dass die Entwickler nicht genug tun oder überhaupt nichts tun, um gegen diese Cheater vorzugehen. Aus diesem Grund haben die Entwickler natürlich einmal diesen Vortrag gehalten, um überhaupt einmal aufzuklären, wie schwer es ist, gegen diese Cheater vorzugehen, wie komplex die ganze Materie ist und vor allen Dingen, wie organisiert die Cheater-Szene und Hacker-Szene im Endeffekt ist. Dort kann man im Endeffekt gut hören, dass wirklich stark daran gearbeitet wird, dass im Endeffekt Bohemia selber eigene sozusagen Spione in den Kreisen der Cheater hat, um rauszufinden, was im Endeffekt jetzt gerade wieder aktuell die Lücke ist, die Bohemia wieder schließen muss. Und ich sage euch, nach diesem Vortrag seht selbst ihr, dass wirklich einiges zu tun ist und auch einiges getan wird. Also liebe Freunde, seid da nicht so erbarmungslos. Ihr seht, die tun was, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, bei DayZ hält sich das mit den Hackern und Cheatern, finde ich, noch teilweise in Grenzen. Ich habe da in einigen Spielen, so wie Counter-Strike Global Offensive, wesentlich schlechtere und schlimmere Erfahrungen gemacht. Ja, meine Freunde, mit diesem Status-Report soll es das erstmal auch wieder gewesen sein. War wieder ein bisschen Input für euch. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Falls nicht und falls ich was vergessen haben sollte, bitte konstruktive Kritik wie immer in die Kommentare. Und ansonsten, liebe Freunde, wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot.